Wir möchten Sie ganz herzlich zu unserem großen Weihnachtskonzert 2020 begrüßen, das in diesem Jahr leider nur per Livestream stattfinden kann. Aus verschiedenen Gründen befinden wir uns heute nicht in der Wartburgkirche in Frankfurt-Bornheim, sondern hier in der Kirche am Campus Bockenheim, dem Ort, an dem wir uns regelmäßig zum Proben halten. Warten. Die Adventszeit 2020 ist wie keine andere zuvor überschattet von einem, sagen wir, beklemmenden Warten. Warten auf Normalität, auf ein Wunder. Und wir Musiker und Musikerinnen warten auf wieder planbare öffentliche Konzerte. Aber wenn man all das mal außer Acht lässt, ist das Warten eine ganz besondere Angelegenheit. Sie beflügelt quasi unsere Fähigkeit, sehr viel vielschichtiger und tiefer wahrzunehmen, als wenn wir sofort bekommen, was wir möchten. Dietrich Bonhoeffer hat einmal zu diesem Thema Folgendes gesagt: Auf die größten, tiefsten und zartesten Dinge in der Welt müssen wir warten. Da geht nichts im Sturm, sondern nach den Gesetzen des Keimens und Wachsens. Und damit für Sie nun das Warten auf die Musik ein Ende hat, starten wir mit unserem Konzert. Es führt uns zunächst in eine stille, verschneite Mondnacht. Stellen Sie sich vor, ein verliebtes Paar geht schweigend die Straße entlang, wohlwissend, dass jeder noch so schöne Augenblick vergänglich ist. Denn wer kennt schon die Wege der Liebe oder weiß, welchen Weg das Leben einschlägt? Last Time by Moonlight von Elia. Amen.
zweistimmigen Gruppe aus dem Jahr 2009 wechselt, man kann sagen, sehr seltsam durch die Tonarten. Aber alles klingt so stimmig und bizarr, so wie die Eisblumen, von denen hier stellvertretend für ein liebes Liebespaar die Rede ist. Nur in der Dunkelheit der Nacht erblühen sie und können einander nah sein. Um diese Schwermut perfekt zu machen, erklingt danach die Sad Romance von Yi Pyong Kwon für Cello und Klavier. In ihr geht es auch um kostbare Momente, die jetzt nur noch Träume der Erinnerung sind. Sie trinkt sich an den Schatten,
Der Stern von Bethlehem kündigte Christi Geburt an. Es ist den Astronomen aber bis heute nicht gelungen, in den Jahren um Christi Geburt irgendein Himmelsphänomen auszumachen, das ohne Fernglas sichtbar gewesen wäre. Kometen kommen nicht in Betracht, da sie als böses Omen galten. Und wären die heiligen drei Könige tatsächlich einem solchen Himmelsphänomen gefolgt, so wären sie aufgrund der Erddrehung genau in die entgegengesetzte Richtung gelaufen und überall, nur nicht bei Jesus, im Stall angekommen. Da macht man sich seine Gedanken. So auch der Sänger Christo Berg, der auf die Idee kam, es könnte vielleicht auch ein Raumschiff gewesen sein, dessen Scheinwerfer die Menschen damals für den Stern von Bethlehem hielten. Wie dem auch sei, es inspirierte Christo Berg auf jeden Fall zu dem tollen Song, nämlich der Spaceman Can Travel, und den singen wir jetzt. Thank you.
West Pimmelhütte mitten. Thank you.
von der Band Irish Rovers, deren Wurzeln im Südwesten Irlands liegen, die aber bedingt durch ihre ersten großen Erfolge nach Toronto in Kanada auswanderten, hören Sie nun zwei Weihnachtslieder. Sie sind fröhlich, kämpferisch, eben einfach echt irisch. Das erste Stück heißt Christmas in Killarney und danach Have You Heard Glad Tidings of Bethlehem. Und wenn Sie bei dem Öfter mitsingen möchten, dann können Sie das gerne zu Hause an den Bildschirmen tun. In der Nähe von Freitag oder Samstag haben wir das Programm und auch den Text zu diesen Liedern mitgeschickt und auch einen Link zu dem Originalstück. Ja, dann legen wir mal los. Thank you.
und Lebensfreude und führt uns so nach Lateinamerika, wo Weihnachten mit großen Festen und Prozessionen gefeiert wird. Das Stück Afrika Noel entfällt. Das haben wir Corona-bedingt einfach nicht geschafft. Thank you.
Machen Sie es gut.